abgeholt werden. Das ist einfach so, das muss jedem klar sein. Und wenn wir da jetzt nicht aufstehen und sagen, es muss Schluss sein mit den unsinnigen Testungen, mit den Abstandsregeln, mit dem Lockdown, mit diesen Impfungen, es muss einfach Schluss sein. Wir wollen wieder unser normales Leben zurück und wir wollen selbstbestimmt leben und eigenverantwortlich leben. Wir sind selbstverantwortlich für uns. Wir können selbst entscheiden, was wir essen, was wir trinken, wie wir uns bewegen, dass wir Sport machen. Warum ist Sport jetzt nicht mehr gut oder nicht mehr toll? Ja, vorher war Sport immer gut und jetzt dürfen die Leute nicht mehr in ihren Sportvereinen trainieren. Ich habe eine Familie da gehabt vor 2 Wochen. Da ist das Mädchen beim Kunstturnen. Die haben eine Ausnahmegenehmigung bekommen, weil die gesagt hat, ja, Kunstturnen, wenn man da ein paar Wochen nicht trainiert, dann sind sie ganz raus und dann kann man es eigentlich vergessen. Die hat eine Ausnahmegenehmigung. Der Bruder spielt aber Eishockey. Der hat keine Ausnahmegenehmigung. Und wenn man weiß, wie die Leute beim Eishockey geschützt sind, mit ihren Anzügen, mit ihren Helmen und sonst was, dann fragt man sich, warum darf dieser Junge jetzt nicht Eishockey spielen? Er hat jetzt Online-Training zu Hause am PC und darf mit seinem Schläger da gegen die Wand schlagen. Das ist doch alles nur noch krank. Und es wird immer kränker von Tag zu Tag. Ja? Und wenn wir diesen Irrsinn mitmachen und nicht einfach sagen, im Alltag auch, nein, ich mache das nicht mit. Ich schicke auch mein Kind nicht irgendwie mit einer Maske in die Schule. Einfach machen, einfach wirklich auch ohne Attest. Denn wir wenigen mutigen Ärzte, wir können das nicht mehr bewältigen und unsere Atteste werden immer weniger anerkannt. Die gehen dann zum Gesundheitsamt und zum Amtsarzt und dann sagen die einfach, nein, aber das reicht jetzt nicht aus. Wo gibt es dann sowas? Ich bin für mein Kind oder für meine Enkelkinder auch mitverantwortlich und ich sage, nein, du gehst jetzt nicht mit diesem Maulkorb in die Schule. Du bekommst hinter diesem Nasenmundschutz, du bekommst einfach nicht genug Sauerstoff, um dein sich entwickelndes Gehirn richtig zu versorgen mit Sauerstoff. Du hast viel zu viel Kohlendioxid im Blut. Du hast Übelkeit, Erbrechen, da habe ich alles schon erlebt, Kreislaufprobleme, Schwindel, Konzentrationsstörungen, Müdigkeit. Die Kinder werden auch immer lustloser. Die werden von Tag zu Tag immer lustloser, wenn sie nur noch maskenfarbene Gesichter sehen und das Ding selber aufsetzen müssen. Die verlieren ihre ganze Lebensfreude. Und wir sind verantwortlich. Wir sind verantwortlich, dass diese Kinder eine Zukunft haben. Das ist unser oberstes Ziel. Wir müssen diese Kinder schützen. Und das muss jetzt spätestens anfangen, weil ein Drittel der Kinder ist schon auffällig mittlerweile. Mit Depressionen, mit Angststörungen, mit Schlafstörungen, mit Suizidgedanken, mit sonst was. Was soll dann werden? Das ist eine ganze verlorene Generation nachher, wenn wir so weitermachen. Wir dürfen das eigentlich keine Sekunde länger zulassen. Und wir müssen auch aufhören mit diesen abgezäunten Demonstrationen, Kundgebungen. Es ist schön, dass sowas organisiert wird. Aber das bringt uns nicht weiter. Das Einzige, was uns wirklich weiterbringen würde, wenn wir nochmal zu Millionen Menschen nach Berlin gehen und wenn wir dort die Stadt lahmlegen, und zwar über mehrere Tage oder Wochen hinweg, wenn wir da bleiben. Wir dürfen uns nicht mehr wegschicken lassen. Wir haben uns am 1.8. wegschicken lassen. Wir haben uns am 29.8. wieder nach Hause schicken lassen. Seid mal schön brav, das war eine tolle Veranstaltung, aber jetzt geht da mal nach Hause. Nein, wir dürfen uns nicht mehr wegschicken lassen. Und am 18.11. haben sie uns mit den Wasserwerfern weggepustet. Ja? Aber wenn wir so viele sind, wenn wir Millionen von Menschen sind und wir haben im letzten Jahr alle Institutionen und alle Organisationen, Initiativen hier geschaffen in Deutschland. Wir sind so viele. Wir müssen nur alle zusammen nochmal nach Berlin. Und wir müssen da bleiben. Und bis das Ganze gekippt ist, ansonsten haben wir keine Chance. Eine Demo hier und in der nächsten Stadt wieder eine kleine Demo und sie schikanieren uns. Ja, die Polizisten haben mich gestern schon wieder festgenommen und wegen der Ordnungswidrigkeit, weil ich der Rednerin zu nahe gekommen bin und weil ich gesagt habe, jeder, der in die Praxis kommt, kann mich halt auch umarmen oder mir die Hand geben. Dann hat mich einer spontan umarmt, da habe ich gleich eine Ordnungswidrigkeit gekriegt. Die kann ich jetzt schon sammeln, da kann ich mir schon die Wände mit tapezieren. Das ist mir aber egal. Es geht um unsere Zukunft. Es geht um unsere Kinder. Es geht um unsere Enkelkinder. Wir haben eine ganz beschissene Zukunft vor uns, wenn wir das jetzt einfach noch weiter mitmachen. Wir können das nicht mehr mitmachen. Und ansonsten können wir hier nur noch in den Untergrund gehen oder auswandern. Aber was ist, wenn wir alle dieses Land verlassen? Was ist dann mit diesem Planeten und wo will man auch hingehen? In den meisten Ländern ist es ähnlich. Aber in Deutschland ist es besonders streng, finde ich immer. Wir müssen es zusammen schaffen und wir sind doch ganz viele. Wir müssen nur zusammenhalten, alle zusammen jetzt, von mir aus, mit den Querdenkern, mit der Basis, mit allen möglichen Parteien und Institutionen, mit Lehrer stehen auf und Ärzte stehen auf und wie auch immer, wir sind ganz viele. Ja, ich habe hier von Anfang an mitgemacht, bei Wir machen auf Hannover, bei Walk the Freedom Hannover. Wir waren mit Netzwerk Impfentscheid Deutschland vorher schon gegen die Impfpflicht auf die Straße gegangen.
Es ist gewachsen und viele Leute, die vorher auch nicht mal so impfkritisch waren, sind zum Beispiel jetzt impfkritisch geworden. Es sind so viele Leute aufgewacht. Aber wir haben ein Ziel und das können wir nur machen, indem wir diese korrupte Regierung, die uns diese ganzen Kollateralschäden gerade aufdrückt, stürzen. Es tut mir leid, es geht nicht anders. Die muss gestürzt werden und die Leute müssen ins Gefängnis für das, was sie angerichtet haben. Für das, was sie uns allen angerichtet haben und gerade noch anrichten. Für die vielen Toten, für die Suizide, für die Insolvenzen, für alles, was sie auch psychisch mit uns machen. Für das müssen sie bezahlen und sie müssen ins Gefängnis. Es tut mir leid, anders geht's nicht mehr. Dankeschön. Entschuldigung, an die Polizei, der gehört nicht zu uns. Entschuldigung, du gehörst nicht zu uns. Nee, nee. Es lüge. Genau, Arne, spiel mal was. Kann ich einmal die Polizei zu uns bitten, bitte? Das macht die Polizei. Björn, komm mal runter. Wer mitsingen will, kann mitsingen. Einmal bitte die Polizei, der gehört nicht zu uns. Danke. Freiheit. Okay, geht, passt. Moment, Moment. Klavier Arne Schmidt.